Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Riding Out. Ihr seht, ich habe mir ein Herz gefasst und habe immerhin schon mal wieder den Boden und die Säulen hier im Stall eingefärbt, damit es mal wieder ein bisschen besser aussieht. Ach ja, und in den Boxen ist jetzt auch wieder Einstreu. Und ja, ich werde mir jetzt die kleine Katanga krallen. Und jetzt geht's ab, da hinten, Richtung Wood Farm Forest. Und anscheinend kann man wohl, wenn man hier bis zum Ende reitet, wo Coming Soon steht, kann man wohl auch schon sehen, dass da schon ein Dorf ist, was aber noch nicht zugänglich ist, weil halt erst Coming Soon, ne? Aber vielleicht können wir ja mal gucken. Mir fällt gerade auf, dass ich heute gar keine Musik an habe. Naja, das ist jetzt auch mal nicht so tragisch, wenn wir mal keine Musik haben. So, warte mal. Ich müsste aber mal ganz kurz absteigen. Dann will ich die Musik auch leise machen, so ganz aus. Bleibst du hier? Katanga! Fuß! Nee, dann möchte ich auch die Musik ganz ausmachen, weil dann ist das ansonsten knallt das immer so laut über die Kopfhörer rein. Gut. Ich glaube, das ist auch mal nicht schlimm, wenn ich mal keine Musik habe. Ich meine, wenn man so ausreitet im realen Leben, dann hat man auch keine Musik, ne? Dann muss man auch ohne auskommen. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe das eben komplett vergessen. Oder mache ich jetzt noch... Ach, wisst ihr was? Komm, ich mache gerade mal... Ihr habt jetzt ein ganz kurzes Standbild. So, ich mache jetzt nämlich noch Musik an. Die muss ich nur noch ein bisschen leiser machen. Ich hatte nämlich eigentlich schon... So. Halt, hier hinten muss ich rum. Ich hatte nämlich eigentlich schon Musik vorbereitet gehabt. Ich habe halt einfach nur vergessen, sie anzuschalten. Und hey, die Zuneigung ist gestiegen. Auf 23% sind wir jetzt. Das ist doch eigentlich ganz cool. So, ich hoffe, dass jetzt die Musik nicht zu laut ist. Könnt ihr mir sonst auch mal in die Kommentare schreiben. Ich müsste mir eigentlich mal pro Spiel aufschreiben, in welchem Pegel ich die Musik im Hintergrund laufen lasse. Weil das ist immer so ein bisschen... Aber das ist auch schwierig, weil... tatsächlich habe ich bei Epidemic Sound keine Anzeige, auf welchem Volumen die Musik nun gerade läuft. Ich habe zwar diesen Regler, aber da steht keine Zahl dran. Deswegen ist das auch für mich sehr, sehr schwer, da entsprechend immer auf denselben Nenner zu kommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht zu laut ist im Hintergrund. Und Starflower Hill, Wood Farm Forest, da gucken wir einfach mal. Angeblich sind sogar 4 neue Pferde reingekommen. Habe ich jetzt heute Morgen gelesen. Also ich bin gespannt. Ein weiteres soll wohl noch hier hinten beim Canyon sein. Leider haben mich da schon wieder Leute gespoilert. Das ist ja, wenn ich ein Pferd gar nicht finde, da bin ich zwar irgendwann mal für einen Hinweis ganz, ganz dankbar, aber es ist immer ein bisschen schade, wenn ich, bevor ich überhaupt in die Gegend reingeritten bin, schon gesagt bekomme, ja, da und da steht das und das Pferd in der und der Farbe, dann denke ich mir, toll. Und was macht das jetzt für mich noch für einen Sinn, da hinzureiten? Ja, dann musst du holen, aber das war es dann auch schon. So. Jetzt sind wir gleich hier im Wood Farm Forest, ne? Ne, noch nicht ganz. Wir sind aktuell noch auf dem Weg Richtung, oh! Hier steht ein dunkel gekleideter Mann mitten in der Nacht. Nein, eine Frau ist das. Nein, das ist doch ein Mann. Brian. So. Hallo, hab ich ein Glück, dass jemand vorbeikommt. Warum? Was ist passiert? Ich bin Schriftsteller. Ich suchte etwas Inspiration. Tja, die habe ich wohl auch gefunden. Okay. Eine kurze Strecke hin in den Wald rein, geht es irgendwann einen Weg, einen Hügel hoch. Dort oben ist dann eine Blumenwiese. Es war perfekt. Ich habe dort oben meine Zelte aufgeschlagen. Mein Zelt wahrscheinlich. Um mich beim Schreiben inspirieren lassen zu können. Was ist dann passiert? Als ich eine Weile am Feuer saß und geschrieben habe, hörte ich auf einmal Pferdegeräusche. Ich blickte hinter den Stein, wo ich mein Zelt aufgeschlagen hatte. Ich blickte hinter dem Stein, wo ich mein Zelt aufgeschlagen hatte, hervor. Und da erblickte ich es. Es war Pegalus. Oh, Tag. Der sieht spooky aus. Pegalus? Bist du noch ganz vertrost, Pegalus? Lass es mich
Mich dir erzählen müsste das heißen. Lass es mich dir erzählen. Pegasus ist der Schutzpatron der Reiter und Pferde. Es gibt Geschichten darüber. Das Auftreten dieses Pferdes kann nichts Gutes verheißen. Es heißt in Erzählungen, dass immer etwas Schlimmes passiert, wenn dieser Schutzpatron auftaucht. Wahrscheinlich war es auch gar nichts, aber ich habe ganz sicher Pferdegeräusche gehört. Die Sonne blendete mich. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich gesehen habe. Und wo ist jetzt das Problem? Als ich überstürzt los bin, habe ich mein Buch, an dem ich gerade schreibe, an meinem Zelt liegen lassen. Auch wenn ich mir das Ganze nur eingebildet habe, ich gehe da nicht mehr hoch. Könntest du bitte mein Buch für mich holen? Okay, gut. Wo genau liegt denn dein Buch? Ja, ich weiß nicht mehr genau, hinter welchem Stein. Ich wollte ja, wenn ich gehe, alles wieder mitnehmen und musste mir ja nicht merken, hinter welchem Stein das Ganze ist. Wer konnte denn mit sowas rechnen? Weißt du denn ungefähr, wo es liegt? Ich kann es nicht genau sagen. Durchquere einfach den Waldweg, bis es einen Weg hinauf auf einen Hügel geht. Da muss eine Blumenwiese sein. Irgendwo auf dieser Wiese hinter einem Stein findest du dann mein Zelt. Aber nimm dich in Acht vor dem Pferd, falls dort eins ist. Okay, ich komme wieder, wenn ich das Buch gefunden habe. So, da haben wir da hinten das Quest-Symbol. Was ich auf jeden Fall nochmal empfehlen würde, wäre vor dem Raushauen der Updates nochmal ein bisschen auf die Rechtschreibung und die Formulierung zu gucken. Da schleichen sich tatsächlich doch ziemlich, ziemlich oft Fehler ein. Vielleicht nochmal das Team so ein bisschen gegenlesen zu lassen. So, da haben wir schon mal ein bisschen Holz liegen. Aber der Wald hier gefällt mir gut. So, wahrscheinlich geht es hier jetzt hoch. Ja, genau. Starflower Hill. Dann gucken wir doch mal. Na? Katanga? So. Bis ganz da oben rauf, denke ich mal fast, ne? Ja. Wir sind ja momentan noch nicht auf dem Starflower Hill. Ja, dann würde ich mal sagen, suchen wir jetzt das Buch noch für den Guten und bringen es ihm zurück. Und dann können wir nächste Folge mal noch ein bisschen Holz farmen. Und ich glaube tatsächlich, die Musik ist heute zu laut geraten. Das tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Das ist wunderschön hier. Tatsächlich wäre es aber noch schöner, wenn nicht die ganze Wiese im Dauerschatten liegen würde. Also wenn hier nicht überall Schatten wäre, dann wäre das hier ein absoluter Traum. Er hat gesagt, er hat keinen Plan, hinter welchem Stein er sein Zelt... Ah! Sag mal, Katanga, kannst du mal aufhören, sofort wegzulaufen? Ehrlich. Ich habe doch noch... Ja, ich habe noch ein Möhrchen dabei. Ein Palomino. Okay, ich habe mein neues Lieblingspferd gefunden. Oh Gott, was ein hübsches Tier. Sorry, Katanga, du bist jetzt abgemeldet. Oh, ist das schön. Was bist du? Eine Stute. Wir können natürlich auch mit der Axt hinter dem Pferd hinterherrennen. Dann wird es uns mit Sicherheit vertrauen. Wie nennen wir sie denn mal? Ich möchte mir gerne erstmal einen Namen ausdenken. Ich werde sie Candy nennen. Oh, süß. Ja, und mittlerweile ist es ja wie gesagt auch so, dass man direkt 20% Zuneigung hat. Ja, jetzt habe ich hier zwei Pferde. Ja. Aber gucken wir mal. Oh, das ist definitiv jetzt mein absolutes Lieblingspferd in dem Spiel. Die Candy. Kann ich mein Pferd eigentlich auch noch irgendwie nachträglich umbenennen? Das weiß ich nämlich nicht, ob das geht, falls ich mal irgendwie noch auf die Idee kommen sollte. Ah! Das ist Brians Buch. Ich sollte es ihm bringen. Nehme es mit.
Bird. Komm mal hier mit, komm. Komm, es wäre doch mal ganz süß, wenn wir die beiden mal nebeneinander stellen könnten. Nein, das wollte ich nicht anbinden. So, hier die zwei super hübschen, oh, die drei Mädels hier. Oh, schön. Ein schöner Palomino. Da wiederum absolut genial. Ich liebe den Palomino. Ich finde ihn einfach nur traumhaft schön. Da kann ich absolut nur mein vollstes und tollstes Kompliment aussprechen. Der ist wunder hübsch geworden. Eine kleine Candy, sehr, sehr süß. Sehr schön, die Maus. So, ja, dann würde ich mal sagen, bringen wir dem Guten jetzt noch sein Buch zurück. Damit hätten wir auch zumindest eine Quest gefunden. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und, ups. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, reiten wir der nächste Folge mal noch in den Woodfarm Forest. Ich würde dann halt nur... Also es ist so böse, wenn ich sage, ich binde Katanga dann irgendwo an. Nein, ich reite auf beiden. Ich werde wahrscheinlich beide dann absatteln und mich einfach auf beide draufsetzen. Und... Dann gucken wir mal. Warte mal, ich muss ja hier hinten hin. Okay, dann fehlt jetzt nur noch der Strawberry Roan. Das heißt, es sind tatsächlich vier. Es sei denn, es sind tatsächlich vier Pferde reingekommen. Also ich habe jetzt nur von dreien gehört, beziehungsweise gelesen gehabt. Ich werde mich aber nochmal rückversichern beim Team, ob es nun drei sind oder tatsächlich vier. Wie mir jetzt noch eine Zuschauerin geschrieben hatte. Auf die Folge am Montag hatte ich den Kommentar bekommen. Ja, du hast mein Buch. Ich bin dir so unendlich dankbar. Hier ist deine Belohnung. Das ist mir einiges wert. Als Schriftsteller verdiene ich nicht schlecht, und musst du wissen. Hast du Pegalus gesehen? Freut mich, dass ich helfen konnte. Keine Anzeichen von Pegalus. Gut, dass du Pegalus nicht begegnet bist. Was für ein Glück. Wow, 973 Münzen erhalten? Was zur Hölle? Ja, sehr nice. Sehr nice. Das nehme ich doch gerne mal mit. So, dann können wir jetzt noch ein paar Meterchen zurückreiten. So, eigentlich haben wir hier auch schon überall Holz. Aber es ist unpraktisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt hier mit zwei Pferden unterwegs sind. Wenn ich Holz hacken möchte. Hä? Ich dachte, ich habe Candy dabei. Candy? Ich habe anscheinend Candy nicht dabei gehabt. Ja, aber dann würde ich vielleicht tatsächlich doch sagen, oh, es ist so böse, wenn ich sage, ich bin jetzt Katanga hier an. Aber vielleicht freut sich ja Katanga auch darüber, dass sie dann hier ein bisschen grasen kann. Mit Sattel, die Arme. Aber ich möchte eigentlich ungern jetzt, ich möchte jetzt eigentlich ungern, warte mal, Moment. Ach nee, ich habe ja gar nichts mehr dabei. Haha. Wahrscheinlich wird sie dann eh irgendwann nicht mehr wollen, die Candy. Dann müssen wir wieder zurück. Weil sie dann keine Zuneigung mehr hat. Aber schauen wir einfach mal. Ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal von euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es noch eine Quest gibt. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr von Candy haltet. Ich finde sie unheimlich süß. Definitiv mein absolutes Lieblingspferd. Da kommt gar kein Pferd ran, was es aktuell schon in Riding Out gibt. Hat so ein bisschen Fesselbehang auch hier unten, aber nicht so krass, nur so ein bisschen. Sieht unheimlich süß aus. Total schön. Eine wirkliche Schönheit. Okay, und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.